Sollten wir nicht irgendwie so 100 sammeln? Sollen 100 Draken gesammelt werden? Wow. Wir haben jetzt 40, 50, 250, 260 Draken haben wir gesammelt. Alter. 280 Draken. Ist noch jemand hier, der noch was abgeben will? Dann haben wir gleich 300. Dann komme ich mit dem Dreifachen von dem eigentlichen Wert zurück. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ne? Verfluchtes Schurkenpack. Ich sollte sie alle häuten. Alles klar, Steffi. Benötigt ihr etwa? Entschuldigung, kleine Anspielung. Ihr guckt das Let's Play sowieso nicht. Aber ansonsten, ich glaube, sie weiß, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, ich vermute mal, dass das Akatosh ist. So, die erste Quest hätten wir erledigt. Aber ich gebe mich doch nicht mit nur einer Quest zufrieden, Freunde. Ich gebe mich doch nicht nur mit einer Quest zufrieden. Leute, was denkt ihr von mir? Ich will natürlich alle... Ich will natürlich alle erfüllen, hallo? Vor allen Dingen die in Caldera. Die klingt besonders interessant. Das Vieh hat keine Chance gehabt. Gnadenlos in die Fresse. Der will Sumpfblumen haben. Und so kann man innerhalb des kaiserlichen Kultes aufsteigen. Solche Dienste. Das macht man doch gerne, oder? Einfach mal so ein bisschen ein paar Lehrgänge. Man kämpft auch nochmal nebenbei. Ist doch wunderbar. Bisschen Almosen sammeln. Also ist von, bisschen was, von allem ein bisschen was dabei. Nebenbei haben wir noch jemanden anderes das Haus leergeräumt. Wir haben uns mit Sumpffieber infiziert. Oh, wunderbar. Wir haben uns mit Sumpffieber infiziert. Hervorragend. Und wir heilen uns sogar selber. Da kann nicht jeder, Freunde. So. Und ich infiziere mich gleich nochmal, weil es so schön war. Alter, ernsthaft. Gleich zweimal hintereinander mit derselben Krankheit. Super. Einfach, weil ich die Krankheit so toll finde, infiziere ich mich gleich nochmal. Jawohl. Oh, Mann. Heiltränke herzustellen, Lebensinner. Balur Salvu. Ist das nicht der unfreundliche, schrofe Kerl, der uns vorher immer abgewiesen hat? Der uns gesagt hat, nee, wir dulden hier keine Fremdländer, verpiss dich. Ist das nicht der? Ich glaube schon, oder? Na komm schon. Na komm schon. Ja. Hey, ich greif dich an. Ja, ein Höllenhund mitten auf der Straße, na klar. Gar kein Thema. Du müsstest das sein. Und ob er das ist. Nun gut, ihr brachtet mir ein kleines Geschenk von Sera Synulian. Hm? Das ist gut. Er ist ein guter alter Gefährte, obwohl er ein Fremdländer ist. Und was kann ich für euch tun? Braucht eine Sumpfblume, hä? Kein Problem. Ein kleines Feld von Sumpfblumen wächst hier direkt bei meinem Haus. Greift zu und grüßt mir, Sera Synulian. Das ist alles, was ihr braucht? Das ist alles, danke. Habt Dank und gehabt euch wohl. Sprecht nur, ich höre euch zu. Geht doch, warum nicht gleich so? Er ist mega pissy so, verpiss dich, du Sau, das ist mein Grundstück, du Ficker, du Arsch und keine Ahnung was. Mir ist auf einmal scheiße freundlich, ey. Ist ja wohl nicht wahr. So, zwei, drei, nix. Vier, fünf, sechs. 8. Gut, die Blumen haben wir auch schon mal. Und einfach, weil ich so kackendreist bin, wir fahren jetzt direkt nach Balmora. Über die 404 oder A7 oder sonst irgendwas. Fahren wir jetzt direkt nach Balmora. Alter. Nein, wir gehen natürlich dahin. Als ob es hier Autos gibt. Später führen sie an Skyrim tatsächlich Kutschen ein. Oh, Kakuti. Komm her. Ich stech dich ab, du Sau. So. Ich
gehört zwar den kaiserlichen Gold an, aber gegenüber dir zeige ich keine Gnade. Könnte es auch für den göttlichen Stamm. Scheiß drauf, ich bringe dich trotzdem um. Das liebe ich so an den Geistlichen, diese Zweideutigkeit. So, die einen werden gesegnet, die anderen, boah, komm, wir töten die einfach, passt schon. Also ich liebe es nicht an denen, ich hasse es, ehrlich gesagt, diese Zweischneidige. Das finde ich immer so toll. Auf der einen Seite sagen sie, ja, wir lieben euch alle. Und auf der anderen Seite, ja, tötet die und die. Nee, ist klar. Wie war das mit den Gott liebt alle? Habe ich ja gerade einen Quammerkundschaft... Scheiße. Oh, Alter, ich habe gerade so einen Sog gehabt. Boah. Also, was das Wasser angeht. Oh, Alter. Das tat aber auch gut. Ja, ich sehe geil aus, wa? Hast du noch nie gesehen sowas? Da lässt du sogar deinen kleinen Banditen für liegen. Kannst mal sehen, du. Du geile Schnitte, du. Wir haben übrigens immer noch Ruf 8. Also wir fahren Ruf immer noch nicht zweistellig, immer nur einstellig. Und wir sind jetzt schon in 3 Fraktionen tätig, wahrscheinlich bald sogar in 4. Die Magiergilde würde ich ja gerne auch noch mitnehmen. Ich glaube, die werde ich auch, glaube ich, schon mal so ein bisschen anschneiden. Das Ding ist halt nur, ich darf mit den Quests nicht durcheinander kommen. Das ist das Wichtige. Weil wenn du mit dem Tagebuch echt durcheinander kommst, dann hast du echt ein Problem. Weil dann weißt du nicht mehr, welche Quest ist noch offen und welche nicht. Das haben sie tatsächlich in den Nachfolger besser gemacht. Muss man tatsächlich... Scheiße. Das war jetzt ein schlechter Zeitpunkt, die Leute verschwinden zu lassen. Danke. Geht doch. Ich überlege mir, glaube ich, echt nochmal, ob ich zu Fuß nach Caldera gehe. Aber ich glaube schon, doch. Warum sollten wir nicht? Also es sei denn, mir kommt plötzlich so Dedra entgegen und haut mir einen in die Fresse. Da würde ich mir das, glaube ich, nochmal überlegen. Aber ansonsten ist doch nicht das Problem. Sagen, ich glaube, ich gehe direkt über Balmora. Ja, wir machen mal inzwischen halt im Balmora. Jo, genau. Sprechen ist heute schwierig irgendwie. Und nein, das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Die Arbeit kann dieses Mal nichts dafür. Gut, dass jetzt die Waffe verschwunden ist, ist jetzt noch nicht mal so tragisch. Irgendwas, was ich verkaufen kann... Nicht wirklich, ne? Ich habe jede Menge Alchemie-Zutaten, die ich auffressen könnte, ja. Ich besuche aber nochmal die Magiergilde. Vielleicht gibt es da doch noch ein Mitglied. Gibt es etwas, das ihr braucht? Ja, Zaubersprüche bräuchte ich. Du zum Beispiel, du hast doch bestimmt... Ne, du hast keine Zaubersprüche. Um dir, was geht es? Mit dir war irgendwas. Mit dir war irgendwas. Das weiß ich noch. Mit ihr war irgendwas. Ich glaube, die war so ein bisschen abgehoben. Allzeit bereit. Da sollten wir irgendwie eine Lektion erteilen, meine ich. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich meine, mit der war irgendwas in der Richtung. Ist noch irgendein Beschwörungsspruch? Nee, leider nicht. Schade. Ah, wolltet ihr etwas? Was Khajiit für dich tun? Du bist die Anführerin, ne? Aufgaben, ja, ich sehe da schon Aufgaben. Du bist nur für die Reise verantwortlich. Weißt du was? Ich reise nicht rein, komm. Nee, geil, die lehrt auch noch Zauber. Langschwert, Schreikolben, Kriegsaxt und den Speer. Speer auch noch, geil. Krankheitsresistenz, ja, nee, das bringt mir gar. Also, sie hat die Resistenzen anscheinend, die ich nicht wirklich brauche. Aber sie hat interessante Waffenzauber gehabt. Sehr interessante sogar. Und sie haben alle dieselbe Chance. Das heißt, wir könnten nebenbei jetzt sogar anfangen, die Speerskill zu machen. Aber das würde ich nicht machen. Dann würde ich lieber erstmal eine feste Waffe dabei haben.
Ich wollte übrigens mit ihr reisen. Ich schätze, ich hätte ein wenig Zeit für einen Plausch. Ja, was wollt ihr? Das freut mich doch zu hören. Reisen! Caldera. Ihr wünscht etwas? Du hast keine Zauber, ne? Nee, schade. Hast du noch irgendwelche Zauber? Nö. Fahrt fort. Aber du hast Zauber. Was hast du denn für welche? Keine Beschwörung. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir uns auf einen guten Preis einigen können. Ist es so? Guten Tag. Lasst uns Geschäfte miteinander machen. Geil. Oh, Scamp beschwören. Feueratronak beschwören. Da können wir echt ein Schloss erschaffen? Ach du Scheiße. Beschworener Panzerhandschuh. Ja, nehmen wir auch mit. Schlummern. Ausdauer senken. Lustfraß. Anfälligkeit für Krankheiten auf Ziel. Ja, nee. Also wir haben zu mir. Was wir haben kräftig hier? Beschwörung abgestoppt dieses Mal. So, jetzt muss ich erstmal diesen nervösen, nicht den Argonier, sondern den nervösen Elfen ausfindig machen. Da ist er. Ja, ich bin derjenige mit dem Geisterhaus. Jemand vom kaiserlichen Kult sagte, sie würden jemanden schicken, der sich um den Geist kümmert. Ich vermute, dass es etwas mit der Falltür zu tun hat. Der Hausherr sagte mir, ich solle nicht damit rumspielen. Doch er sagte nicht, warum. Obwohl ich es mir jetzt denken kann, der Hausherr gab mir einen Schlüssel. Hier, bitte, lasst es mich wissen, wenn der Geist weg ist. Ich habe seit Wochen nicht mehr gut geschlafen. Ja, das glaube ich. Da würde ich, glaube ich, auch nicht gut schlafen, wenn ich weiß, da ist irgendwas Übernatürliches in meinem Haus unterwegs. Das kleine Ding hier, ist das dein Haus? Nee. Bleibt in Bewegung. Oh, der mit seinem Bleibt in Bewegung. Das ist zum Kotzen, dieser Spruch. Das ist sein Haus. Steht nichts davon, dass ich sein Haus nicht lieben soll. Deswegen werde ich auch nicht verstoßen. Bisschen Schnaps zur Feier des Tages. Eine milde Gabe, bitte. Okay, die Falltür ist auch bewusst abgedeckt worden, wie man sieht. Ah, ja. Alles klar. Gut, eine Angruft ist schon so eine Sache, ne? Nehmen wir doch mal mit. Wenn da natürlich eine Ahngruft drin steckt, dann ist es klar, dass der Geist nicht gerade ruhig sein wird. Könnt ihr das sehen? Ja. Das ist aber kein Geist. Das ist ein Skelett. Und zwar ein Kriegsfürst. Das hört sich schon eher nach Geist an. So, die Draken. Wir schnappen uns nur die Draken und Tränke. Alles andere ist uns zu popelig, ehrlich gesagt. Agilität kann man. Die Tränke kann man ja zumindest gut verkaufen. Das ist ja das Schöne daran. Fackeln? Nö, brauchen wir nicht wirklich, oder? Nö, komm. Scheiß drauf. Huch. Mal ein bisschen hier die Sachen verbrauchen, damit wir ein bisschen Platz reinkriegen. Kriegen wir seit langer Zeit mal wieder Ektoplasma rein. Fällt mir gerade ein. Da hat sich schon wieder so viel angesammelt, ne? Immer noch nicht drauf klar. 110 Fest, Rüstung statt 28 oder was wir vorher hatten. Das ist so übel. Und die Alchemie ist auf 40. Wahnsinn. Wie weit sind wir eigentlich von nächsten? Oh, wir sind sehr weit vom nächsten Aufstieg entfernt. So, dann gucken wir mal weiter. Beziehungsweise erstmal durchsuchen wir hier noch die anderen Gefäße.
Das ist alles Alchemie, was hier ist. Sogar Sumpfblumen. Da ist der Geist. Geist von Galos Hildaran. Okay. Das war's? Mehr nicht? Also Skyrim-Fallen zu entschärfen ist wesentlich einfacher als hier. So. Also wenn jetzt irgendjemand in die Kommentare schreibt, ja, das schaffe ich ja viel besser als du, ja, dann machen wir. Aber mit demselben Skill. Das ist die Bedingung. Also mit einem Skill von 100 schaffe ich das auch. So. Achso, die Waffe hat sich wahrscheinlich wieder aufgelöst, ne? Blöd. Gewöhnliches Amulett. Ernsthaft, wegen sowas machst du Stressgeist? Gott. So eine große Angruft, dann nur für einen einzigen Typen? Ja. Gut, auf jeden Fall ist die Angruft jetzt gesäubert. Da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Plötzlich 1000 Geister, die sich auf mich stürzen. Dann können wir jetzt zu dem Typen zurückkehren. Gesegnet seien die Neuen und ihr. Habt Dank, dass ihr mich von diesem Geist erlöst habt. Da es nun ja kein Geisterhaus mehr ist, kann ich vielleicht endlich etwas Schlaf finden. Macht euch keine Gedanken um die Falltür. Ich werde sie nicht anrühren. Ganz bestimmt nicht. Ich danke euch vielmals und den kaiserlichen Gold. Schön, damit haben wir die Quest auch erledigt. Boah, wir haben einiges geschafft jetzt bisher. Nicht schlecht. Und wir haben ihn ein bisschen um sein Hab und Gut erleichtert. Er hat es ja nicht mitgekriegt. Es war eine milde Spende. Was ist das denn eigentlich? Ach, ein Kissen. Ach ja, den haben wir ja das Kissen. Den haben wir ja das Kissen geklaut, stimmt. So, die Sumpfblumen sollte ich nicht unbedingt fressen. Das wäre, glaube ich, nicht so geil. Brauchen wir nämlich noch. Fress! Fress alles in dich rein, du Sau! Alles, damit du fett wirst, wie sonst. Sag mal. Fast 3 Stunden haben wir auf der Uhr. Nicht mehr lange und die Aufnahme ist tatsächlich schon wieder vorbei. Meine Güte. Aber das macht ja nichts. Heute haben wir ja tatsächlich keine Zockerbude. Die ist ja jetzt künftig Mittwochs. Statt Montags. Muss mich erstmal noch dran gewöhnen, dass jetzt die Zockerbude Mittwochs ist, statt Montags. Bin ich bestimmt nicht der Einzige. Boah, ich habe so geile Beschwörungszauber, ne? Ich kann sie alle erstmal nicht wirken. Super. So, mit wem fangen wir an? Wir haben 3 Quests erledigt für den kaiserlichen Kult. Wie kann ich euch helfen? Indem du die Schnauze hältst. Habt ihr unser Ziel erreicht und 100 Draken am Spenden für die Himmelsrandmission gesammelt? Oder seid ihr gekommen, um mir euer Versagen mitzuteilen? Ich habe den doppelten Betrag! Hervorragend! Ihr habt unsere Erwartungen noch bei weitem übertroffen. Zweifellos tragt ihr etwas von Zenital in euch. Bitte nehmt dies als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit und Ermunterung. Wenn ihr bereit seid für euren nächsten Auftrag als Almosenpfleger, wendet euch wieder an mich. Schuhe der Überzeugung. Apfelschuhe? Festigen Charisma. Okay. Was? Ich sehe, ihr habt mir 5 Sumpfblumen gebracht. Hier ist ein Heilungstrank für euch, sowie Stöße und Mörser, damit ihr üben könnt, eigene Heilungstränke herzustellen. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid, eine weitere Mission als Laienheiler zu übernehmen. Oh nein, ich war so beschäftigt, dass ich es beinahe vergessen hätte. Habt ihr eure Beförderung im kaiserlichen Kult überprüft? Da ihr Mara und den Neuen gedient, solltet ihr im Rang aufsteigen. Steigen schon wieder auf? Standardgenesungstrank, Mörser und Stöße des Lehrlings. Bitte sprecht, ich höre ja zu.
Total verzweifelt. Ja, ist ja gut. Ich höre dir ja zu, Mann. Wie kann ich euch helfen? Hauptsache, du hältst endlich danach die Fresse. So nun, klingt das so ein bisschen. Was führt euch hierher? Habt ihr euch schon für Nehelas Caldela... um das... Oh Gott, ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Ja, ich habe mich um das Spukhaus gekümmert. Ihr habt euch also für Nehelas um das Problem mit dem Geisterhaus gekümmert. Sehr gut. Ich hoffe, dass die 200 Draken, die ich euch gegeben habe, ausgereicht haben, um eure Unkosten zu decken. Und hier ist noch etwas für euch. Wenn ich die Wahl habe, dann vermeide ich Ärger lieber, als mich darin zu verstricken. Und diese Schriften werden mir dabei sehr von Nutzen sein. Sobald ihr für eine weitere Schreinwächtermission bereit seid, gebt mir Bescheid. Golnaras Labyrinth. Was machen die? Denkt daran, mich von Zeit zu Zeit aufzurufen, wenn ihr wissen wollt, wie es um eure Beförderung im kaiserlichen Kult steht. Also das hat man auch nicht sehr häufig, dass man an die Beförderung erinnert wird. Gratulation, ihr seid befördert worden. Ihr seid nun Geweihter. Ihr habt euch als treues und eifriges Mitglied des kaiserlichen Kults gezeigt. Hiermit überreiche ich euch als Zeichen unserer Anerkennung ein kleines Geschenk, damit das eure Mühen ein wenig erleichtern mag. Und denkt bitte daran, überprüft regelmäßig eure Beförderung und unseren Rängen. Maran-Amulett. Mhm. Wir sind Akolyt? So schnell geht's! Alter! Ihr habt euch jetzt... Nochmal! Hiermit überreiche ich euer Zeichen unserer Anerkennung, kleines Geschenk, bla bla bla. Stendarischer Gürtel dem Inventar hinzugefügt. Alter! Da sind wir gleich um 2 Ränge aufgestiegen. Schreinwächter. Ich hätte gern wie eine Mission. Vor kurzem haben wir einen Hexenzirkel aus der dädrischen Ruine Ashal-Mavia vertrieben. Eine Dunkelelfe namens Telsa Dral konnte entkommen. Die Arbeiter der Alamine Asha-Ahe hier in der Nähe klagen nun darüber, dass die Mine verflucht sei. Vielleicht hält sich Telsa Dral dort versteckt. Geht zur Mine in der Nähe von Kuhl. Und sucht dort nach der Hexe Telsa Dral. Tötet sie. Wenn ihr sicher seid, dass diese verfluchte Kreatur tot ist, dann gebt mir Bescheid. Hier ist ein wenig Geld für eure Auslagen. Cool. Kleines Dorf an der Nordwestküste von Badenfell. Schlickschreiter können euch bis nach Gnises bringen. Dann müsst ihr zu Fuß nach Norden reisen. Und zwar querfeldein. Die einzigen Orientierungspunkte in der Gegend sind das Dorf Kuhl, die dädrischen Ruinen von Aschallen-Mavia. Da müssen wir ja hin. Und das Dorf Alt-Veluti an der Küste, das sowohl westlich als auch von Kuhl liegt. Boah, du hast aber auch Quests für mich, Alter. Nein, aber ich arbeite dran. Gut, ich warte. Also gut, bei dem sind wir schon mal auf 100. Also das ging ja echt schnell bei ihm. Bitte, ich höre euch zu. Da sind wir einfach mal um 2 Ränge aufgestiegen. Erstmal zum Geweihten, dann direkt zum Akolyt. Geht und bitte die agonische Mission in eben... Jetzt die agonische Mission. Erst die Himmelsrand-Mission, jetzt die agonische Mission. Also Schwarzmarsch auch noch. Sind nicht so reich wie Himmelsrand, doch es sind großzügige und verantwortungsbewusste. Mit 100 Draken, wenn ihr diese Summe beieinander habt, kommt wieder und liefert sie bei mir ab. Also dasselbe wie vorhin, nur eben eine andere Mission. Wir brauchen 5 Einheiten Schlamm für Tränke für gewöhnliche Krankheiten. Bauer... was? Abishpulo Schand in Gnises hat nahe seiner Hütte ein Schlammschwammfeld. Und Meister Ugruel in der Darius-Festung hat mit ihm ausgemacht, dort kostenlos Schlamm sammeln zu dürfen. Ich zeige euch Gnises auf eurer Karte. Wir wissen, wo Gnises liegt. Wenn ihr in Gnises seid, geht ihr in diese 4 Heiltränke. Fragt ihn, ob er euch Tricks lehrt. Bringt mir dann den Schlamm. Hier 80 Draken für die Schlickschreiter. Der Weg ist lang. Ja, der Weg ist wirklich lang nach Gnises. Wir machen immerhin Weg quer über die Westebene von Morrowind, muss man ja dazu sagen. Also wir müssten theoretisch von Ebenherz über Vivek und Pelagiat hin nach Balmora, über Balmora nach Caldera und von Caldera aus weiter Richtung Altruhn und dann zwischendurch nach Gnises. Das ist Wahnsinn. Das ist ein riesiger Weg. Genesungstrank. Meister Ugruel. In der Gadarius-Festung. Ja, ich werde mir mal sehen. Ne? Ich bin ganz Ohr. Bitte fahrt fort. Ja, ja, ich weiß, dass ich fortfahren soll. Ja, ja. Bitte, ich höre euch zu. Na, kostet das noch was? Null! Jo!
Da können wir auch tatsächlich die Pest heilen. Interessant. Ihr habt seid nicht an der Pest ertranken. Nee, da bin ich auch froh drüber. Zauber? Ach, jetzt dürfen wir. Krankheit, göttliche Hilfe. Stärkung. Vitalität. Ausdauer festigen. Mädel, du hast nichts Interessantes. Aber ich werde dir mal ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel den Kram hier. Das verkaufe ich dir. Das verkaufe ich dir. Das brauche ich nämlich alles gar nicht. Genauso auch das hier. Salze der Leere kannst du auch ruhig haben. Das kann sie haben. Das kann sie haben. Und das auch. Ja, dann noch ein bisschen was oben drauf, damit wir noch mal ein bisschen Kohle kriegen. Mist. So, dann eben so. Cool, also für die Segnung brauchen wir schon mal nichts mehr bezahlen, beziehungsweise für die Heilung, das finde ich gut. Ich hoffe, dass es im Tempel ähnlich läuft. Wäre doch mal was. Gut, als erstes würde ich vorschlagen, ich bin... Oh, dieser Spruch. Am Anfang ist er ja noch okay, ne? Aber irgendwann hast du diesen Spruch einfach nur noch. Alter! So, als erstes gehen wir zur argonischen Mission. Lauter Argonies, wäre was für den Rimnir, wenn er noch zuschauen würde? Es tut mir leid, Bürger, doch ihr müsst mit unseren Anführer, dem Konsul, sprechen. Wir können euch nicht helfen. Almosen für die Armen. Wir zollen den kaiserlichen Kult Respekt. Doch wir sind enttäuscht, dass er sich nicht gegen die unmenschliche Praxis der Sklaverei in Morrowind ausspricht. Aber wir stimmen euch zu, dass dies kein ausreichender Grund ist, die Bedürftigen wegen mangelnden Großzügigkeit unserer Provinz leiden zu lassen. Daher bitten wir euch, diese Spende als Almosen für die Armen im Namen der Provinz Argonien entgegenzunehmen. Ja. Okay, also hier spendet keiner, außer eben halt der Konsul selber. Gut, das heißt, das war eine sehr schnelle Quest, vergleichsweise. Okay. Meine Güte, schon wieder 3 Stunden auf der Uhr, ist ja unfassbar. Es geht echt schnell, die Zeit, muss ich ja echt mal sagen. Aber es macht auch so sau viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Leute nicht, die das Spiel nicht mehr spielen, weil sie sagen so, ja, nee, ist nicht mehr so unseres, weil keine Ahnung was. Ich finde das Spiel so dermaßen geil. Ich habe es jahrelang nicht mehr gespielt, wahrscheinlich deswegen, weil ich das jahrelang einfach nicht mehr gespielt habe. Und auch nur ein einziges Mal wirklich durchgespielt habe. Da habe ich so viele Fraktionen nachher gehabt. Ich hatte, glaube ich, den Tempel, ich hatte die kaiserliche Legion, ich hatte Kriegergilde, ich hatte Magiergilde, Moratong, wie gesagt, ich glaube, Diebesgilde sogar hatte ich. Boah, ich hatte so viele Gilden. Das war Wahnsinn. So, weg damit. Was will ich hier eigentlich, Sophie? Ich habe keine... Doch, ich habe Waffen. Stimmt. Durch die Ahnengruft. Stimmt, ja. Ich habe ja die Ahnengruft ausgelootet. Haha. Ausgelootet und dann ausgeblutet. Ah, 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 ah. Gott, bin ich witzig. Nicht. Ja, natürlich. Gleich erstmal schön mit Sumpffieber infiziert. Schön. Und genau jetzt löst sich die Waffe. Leck mich doch am Arsch. Das ist mir jetzt echt ein bisschen zu blöd. Okay, hier ist der Claymore noch vergleichsweise schnell. Jetzt haben wir Ruf 10. Also gegenüber Skyrim ist er hier echt noch schnell, der Claymore. Also in Skyrim ist er derart lahmarschig. Derart lahmarschig. Da setzt man den sowas von ungern ein. Weil er so langsam ist. Na! Danke. Oh, geht doch. Zum Glück ist die Ratte gesund. Es wäre jetzt scheiße gewesen, wenn die krank wäre. Gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal zum Fremdenviertel vorarbeiten. Wo
weil dort ist ja der Schlickschreiter. Das sieht so interessant aus. Ein Gual läuft einer Netschkuh hinterher. Athletik ist übrigens gerade auf 65 gestiegen. Ich werde übrigens sämtliche Abstürze, die ich drin habe, drin lassen. So wie sie sind. Einfach damit wir mal ihr mal ein bisschen was zu sehen haben. Oder beziehungsweise in dem Fall nichts zu sehen haben. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe ja nichts zu verbergen. So ist es ja nicht. Ihr seht ja wahrscheinlich sowieso nicht sehr viel. Hat doch auch mal was. Ich weiß, da werden dann einige schreiben, ja, du hättest das doch auch rausschneiden können. Ja, hätte ich, aber nö, wollte ich nicht. Und dann passt es ja mit der Partlänge nicht mehr. Beschwörung ist übrigens schon länger nicht mehr aufgestiegen. Wo ist sie? Ah! Kaum rede ich davon, steigt sie auf. So muss das sein. Kaum angesprochen, schon steigt sie. Sehr gut. Wunderbar. Genau, wie weg Fremdenviertel. Aber ich bin ja so froh, dass wir die Kriegergilde endlich durchhaben, ne? Alter. Und so wie es aussieht, werden wir auch recht schnell mit dem kaiserlichen Kult durch sein. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte davon. Das ist Wahnsinn. Es gibt 10 Ränge. Wir haben jetzt schon den 4. Wir sind jetzt schon Adept. So. Typ. Nee. Reisen. Ja, wir müssen ja wohl nach Seydan hin, ne? Denn von dort aus kommen wir nur nach Genesis. Ist zwar recht teuer, aber egal. Alter Mädel, du gleitest ja immer weiter davon. Genesis. Ist zwar am teuersten, macht aber nichts. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Ja. Das fragen sich alle so ein bisschen. Ist die Schmieden? Okay.